Mein Name ist Harry und ich heiße euch herzlich willkommen zur vierten Sendung von Reklame Nonstop. In ganz Deutschland wurden Raucher aller Berufe, aller Schichten, jeden Alters gefragt, welche Zigarette aus vielen guten Testmischungen verdient den Stern? Sie rauchten, verglichen, urteilten. Eine Zigarette wurde stets ausgewählt. Sie erhielt den Namen Royal Star. Die Wahl ist klar. Royal Star. Royal Star, der Sieg des guten Geschmacks. Rauchen Sie Royal Star. Tabak wurde von mittelamerikanischen Indianern in Maispapier eingerollt geraucht und von den spanischen Kolonisatoren Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa gebracht. 1586 wurde das Tabakrauchen in England eingeführt und breitete sich über Holland in ganz Europa aus. Tabak wurde sonst hauptsächlich geschnupft. Mein Papi sagt, es gibt überhaupt gar keine bessere Zigarette auf der ganzen Welt als Royal Star. Viele Leute haben viele, viele Zigaretten probiert und haben gesagt, es gibt keine bessere Zigarette auf der ganzen Welt als Royal Star, sagt mein Papi. Ich habe Royal Star noch nicht probiert. Ich rauche nicht. Ich bin noch zu klein. Aber mein Papi sagt, es gibt auf der ganzen Welt keine bessere Zigarette als Royal Star. Und mein Papi ist der glücklichste Mann von der ganzen Welt. Auch in Deutschland war die Zigarette bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts unbekannt. Josef Hupmann führte sie von St. Petersburg aus ein. Er betrieb dort seine 1852 eine Zigarettenfabrik und richtete 1861 in Dresden eine Filiale ein, unter dem Namen La Ferme, mit dem Tabakschneider und 6 Arbeiterinnen. In dieser Filiale erhielt Georg Anton Jasmarzi 1868 eine Stellung als technischer Werksführer, wovor er sich selbstständig machte und seine eigene Zigarettenfabrik gründete. Die nächste Zigarettenwerbung widmet sich ganz der Güldenring-Zigarettenmarke. Schauen wir rein. Zigaretten verschiedener Mischungen wurden hergestellt. Raucher aller Berufe, aller Schichten, jeden Alters beteiligten sich an einem groß angelegten Geschmackstest. Sie rauchten, verglichen, beurteilten. Eine Mischung war stets die beste, die Siegermischung. Sie erhielt den Namen Royal Star. Royal Star ist der Sieg des guten Geschmacks. Eine ganz neue Zigarette. Mild und dabei doch aromatisch und würzig. Rauchen Sie Royal Star und auch Sie werden sagen, das ist meine Marke. Royal Star, der Sieg des guten Geschmacks. Die Siegermischung. In aller Behaglichkeit. Die richtige Zigarette. Güldenring. Ja, ich bin schon. Güldenring ist richtig. Goldrichtig. Güldenring. Die milde Filterzigarette mit der vollen Würze goldener Tabake. Richtig. Eine Güldenring ist goldrichtig. Angenehm, mild und doch würzig. Auch für Sie. Güldenring. Goldrichtig. In Deutschland bewog bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch die Herstellung in Handarbeit in kleinen bis mittleren Betrieben, während in den Vereinigten Staaten die maschinelle Herstellung schon weiter verbreitet war. So, jetzt sind wir wieder am Ende unserer November-Ausgabe angelangt und zum Schluss noch passend ein Werbespot. Ciao!
wo raue Männer Lassos schwingen, wo Peitschen knallen, Kugeln singen, da ist es Sitte, wie ihr seht, dass jeder Zigaretten brennt. Das geht sehr einfach und bequem, entspannt und ist auch angenehm. Wo man Geschmack hat und auch Geld, wo jeder tut, was ihm gefällt, da gilt als letzter Schrei die nette, ganz selbstgedrehte Zigarette. Ein solches Hobby zeigt mit List, wie durch und durch verwöhnt man ist. Die Zigarettendrehmethode, die ist bei uns schon längst in Mode. 15 Millionen Zigaretten dreht man pro Tag in deutschen Städten. Ob Maler, Musikus, Poet, ihr Künstlerstolz heißt selbstgedreht. Beim Handwerk schwört man Stein und Bein, die selbstgedrehte muss es sein. Die Hausfrau stopft im Voraus schon dem Gatten seine Rauchration. Selbst amtlich gibt man ein Exempel, wenn Rauchgenuss, dann eigener Stempel. Ob sie gestopft, ob sie gedreht, mach sie dir selbst, Rauchqualität. Der richtige Dreh ist GC, GC Zigarettenpapier und Hülsen.